Na, von so einer Musik begrüßt zu werden, ist doch mal mega gut, oder? Und damit willkommen zurück zum dritten Part von meinem Let's Play zu Asterix und Obelix XXL2 Remastered. Wir sind im letzten Part diesen Eiffelturm hochgeklettert. Merchandise-um, sehr gut, sehr gut. Können da gleich noch einen Miniatur-Eiffelturm mitnehmen. Und machen uns dann auch wieder auf den Weg zurück zum Triumphbogen, den wir auch schon von Römern gesäubert haben. Dafür werden wir auch noch mit dieser Musik hier eindeutig gefeiert, würde ich sagen. So, ich fülle ganz kurz unsere Leben ein bisschen auf. Und genau, das ist mir eingefallen. Das ist eine dieser Postkarten, die ich angesprochen hatte. Versiegelt mit einem Siegel vom Caesar Palace, CP. Interessant. Also, die sammeln wir natürlich ein. Gut gespielt. Danke, danke. Und dann haben wir hier auch wirklich alles. Den Diamanthelm haben wir schließlich auch schon eingesammelt. Und dann können wir uns auf und davon machen. Nachdem ich ganz kurz mal die Aufnahmelautstärke angepasst habe, ich übersteuere ein ganz kleines bisschen. Einen Moment. Okay. Ich glaube, jetzt ist besser. Dann haben wir das auch abgehakt. Wunderbar. Und dann können wir hier in alter Frische weitermachen. Gut. Also, wie gesagt, wir gehen zurück zum Triumphbogen. Und werden da wohl auch schon wieder erwartet. Natürlich. In der U-Bahn. Ist unglaublich. Da bräuchte man jetzt irgendwie so jemanden wie in, weiß nicht, wo ist das, Japan oder China oder so, wo dann einer immer dasteht, der die Leute da reinstopft, wenn voll ist. Stehen so viele auf den Bahngleisen rum, ey, auf dem Bahnsteig. Das ist unglaublich. Oh, guck, und die warten auch schon, die sind nicht mehr reingekommen. Oh Mann, ey. Omnibus, ja, vielleicht können sie ja den nehmen. Wenn die U-Bahn voll ist, was willst du machen, ne? Ach, die haben aufgerüstet, die können jetzt auch ein paar Dolche werfen, ja, ja. So, also, wie ich schon im letzten Part sagte, hier gibt es immer wieder welche, die auf die Mütze wollen. Ist absolut okay. Machen wir. Au! Kleiner Mistkerl. So. Genau. Man merkt, die Gegner werden schon ein bisschen anspruchsvoller, wie gesagt. Die Centurios können jetzt mit Dolchen werfen. Das kann später auch noch echt dreist werden. Ich meine, jetzt werfen sie immerhin noch nur einen. Später werfen die, glaube ich, bis zu drei dir hinterher. Das ist ein bisschen fies. Aber hey. So, ups, nein! Immerhin haben wir noch keine Marios hier, weil. Naja. Oh, siehste, da war der erste Dolch und der hat mich auch getroffen. Naja. Habe ich doch schon gerade gemacht, du Vogel. Mann. Zugeben, dann mache ich es genauso, wie er wollte. Also ich sollte eigentlich nur B drücken, dann macht man halt diesen Kick, den kann ich ja gleich mal zeigen. Den da. Damit kann man natürlich auch Schilde zerstören, aber der dauert mir immer ein bisschen zu lange, wenn ich dann... Dann liege ich da erstmal auf dem Boden und das geht damit der Stampfattacke halt genauso gut und einfach schneller. Davon recovert man sich halt schneller wieder, deswegen mache ich immer gerne die Stampfattacke. Da bin ich einfach ein bisschen flexibler im Ausweichen und so weiter. Okay. Gut. So. Hilfe. Ich muss sagen, upsala. Ey, Sack. Sag mal hier. So. Was ich eigentlich sagen wollte. Es ist echt erstaunlich, wie viel Spaß mir das Ganze doch wieder macht. Ich meine, ich habe jetzt seit, ja, ich habe vor vier Jahren, über vier Jahren, habe ich spontan mal angefangen, irgendwie gedacht, so komm, mach's mal LPs. Und dann habe ich damit wieder aufgehört und keine Ahnung, die weitergemacht. Und ja, jetzt hatte ich irgendwie ein bisschen zu viel Zeit, kurz vor Ausbildungsbeginn, und dachte mir so, ja, komm, warum machst du das denn nicht mal wieder? Und es macht wirklich Spaß. Also ich finde das, es ist schon echt unterhaltsam. Ja, sag mal, wie viele gibt's denn hier noch? Also ich hoffe, euch macht beim Zusehen genauso viel Spaß wie mir beim Spielen. Dann sind wir alle glücklich. Dann ist das super. Boah, kommt mal her jetzt hier. Ach, ich habe ja Zaubertrank, stimmt, ja, ganz vergessen. Oh, ich habe Mario gehört, oder? Ja, 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 genau, von wegen. Gibt's überhaupt nicht. So. Ja. Hallo? Ah, da. Zwei auf einmal, jawohl.
Bam. Sehr gut. Okay. Also, haben wir die Schalter ein weiteres Mal freigeschaltet. Stimmt's, Obelix? Ja, aber ich krieg langsam Hunger, Asterix. Ich hab noch kein einziges Wildschwein gesehen. Was essen denn die Römer? Hier, da, Wildschwein. Was mir gerade aufgefallen ist, das hier ist ein Logo, was wir später im Spiel noch häufiger sehen werden, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Vielleicht war das, was ich im letzten Part als als Logo der Publisher identifiziert habe. Vielleicht war das doch nicht das Logo der Publisher, sondern ein anderes Logo. Ich bin mir nicht ganz sicher. Man weiß es nicht. Hätte ich eigentlich mit dem Shortcut auch jetzt hier direkt herreisen können? Weil hier ist eine Tafel und da vorne war auch eine. Und dann hätte ich mir den Römerkampf sparen können, theoretisch. Oder? Wahrscheinlich nicht, aber wer weiß. Okay, jedenfalls gehen wir hier weiter. Durch die nächste U-Bahn. Was haben wir denn da? Vercingetorix et Troll irgendwas. Ja, Französisch ist jetzt nicht meine Stärke. Um nicht zu sagen, dass ich das überhaupt nicht kann. Bonjour und Baguette, ne? Mehr brauchen wir auch nicht. So. Und direkt nochmal 70, weil... Keine Ahnung. Die Garnisonen müssen ja auch irgendwo verheizt werden, ne? Ich meine, das Geld für die Kriegsführung ist da, irgendwo muss es ja hin, ne? Also, von daher. Da ist beim Militär noch gleich alles, was einmal reingeht, geht vorne raus und kommt nicht wieder zurück, ja? Munition wird verschossen und nicht wieder rückwärts zurückgeschickt. Machen die Römer wohl genauso. Alles, was einmal angerückt ist, wird auch verheizt. Na gut. Nicht so, als würde mich das irgendwie stören. Ach ja. Guck mal, jetzt machen die ihre schönen Statuen kaputt hier. Und ersetzen sie durch echte. Mhm. Das hingegen finde ich gar nicht mal so geil. Kann ich den da oben anvisieren? Jawoll. Haha. Dann machen wir das doch. Und jetzt habe ich den da drüben? Nein. Oh, nein! Ach du Drecksau. Zack, springen wir da hoch. Und jetzt den da. Ah, da will wieder einer Stress. Hab dich. Okay. So gefällt mir das alles in allem schon viel, viel besser. Ach, die kommen natürlich nach, ist klar. Naja, bei 70 Gegnern irgendwo müssen die auch herkommen. Also. So. Manchmal ist die Kamera ein bisschen anstrengend, da sieht man dann nicht so viel. Aber ist schon okay. Ja, ja. Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie ich damals so mit diesem Spiel eigentlich angefangen habe, beziehungsweise eben mit dem Original. Denn das ist eigentlich eine ganz, naja, was heißt lustige Story? Es ist halt einfach anders, als es heutzutage ist, sagen wir es mal so. Heutzutage, keine Ahnung, siehst du auf Steam irgendwie ein Spiel und denkst dir so, ja, wenn es im Angebot ist vielleicht, ne? Und dann holst es dir halt, wenn es irgendwann mal 50% reduziert ist oder so. Und bei mir damals war das so. Ich meine, ich habe es auch nicht direkt 2006 gespielt, da war ich noch ein bisschen jung. Naja, rückblickend betrachtet. Ja doch. Aber auf jeden Fall habe ich den ersten Teil halt gespielt. Irgendwann mal vom Flohmarkt eingesammelt. Damals noch auf einer echten CD, die man auch installieren konnte, ja. Ja, eine CD, keine DVD. Eine CD-ROM. Und ich habe das durchgespielt, mehrmals, und hatte eine Menge Spaß damit. Und dann habe ich halt irgendwie spitz bekriegt, dass es auch einen zweiten Teil dazu gibt. Und ich wollte ihn natürlich unbedingt spielen. Ist klar, ne? Ja, wo ist denn der Rest jetzt hier? Ach, da vorne! Ach. Und dann Internet, tolle Sache. Ich also losgezügelt Internet und halt geguckt, was man zu dem Spiel dazu rausfindet, ne? Und dann ist mir eine Demo-Version über den Weg gelaufen. Es gab tatsächlich, oder es gibt immer noch, könnt ihr runterladen und spielen, zu dem Original eine Demo-Version, bei der ihr den, ich glaube den Eiffelturm war das, könnt ihr das spielen. Ihr könnt den Eiffelturm da hoch und runter spielen. Ihr könnt es auch mehrmals machen, wenn ihr wollt. Das ist keine zeitbegrenzte Demo, ist auch keine startbegrenzte Demo. Das ist einfach, ihr könnt die spielen, so oft ihr wollt. Und einfach euren Spaß damit haben. Und dann habe ich früher wirklich diese Demo-Version, ich habe die
wahrscheinlich 10-mal durchgespielt oder sowas. Auch manchmal einfach mehrmals hintereinander. Ich hatte so einen Spaß damit. Und dann irgendwann... Ah. Diese Römer sind aber enttäuschend. Gibt's die auch stärker? Ja, weiß nicht. Irgendwie nichts los, ne? Ja. Und dann irgendwann habe ich auf jeden Fall dann halt auch den zweiten Teil bekommen und ja, wie mit der Demo-Version, ne, hoch und runter gespielt. Hoch und runter gespielt. So, was meint er? Herausforderung nochmal machen oder erstmal weitergehen? Ich glaube, wir gehen erstmal weiter wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Machen wir. Ja, Asterix und Obelix XXL2 war wohl auch dann mein erstes Spiel, weil ich 100% gespielt habe. Ich habe herausgefunden, wie man ins kleine Venezia kommt. Aktiviert diese Ausflugsboote. Ausflugsboote, was soll denn das? Die spinnen, die Römer. Die spinnen, jawohl. Ja, war das erste Spiel, was ich auf 100% durchgespielt habe. Und seitdem habe ich auch nicht mehr so viel auf 100% durchgespielt, glaube ich. Weil es in vielen modernen Spielen einfach teilweise echt lästig ist, dass du da alles suchen musst und finden und diese riesen Open Worlds und so weiter. Ah, ich weiß nicht. Irgendwie nicht so meins. So, während dieser Bootsfahrt müssen wir natürlich auch die Augen offen halten, denn da vorne sieht man schon in der Luft fliegen. Der nächste Diamanthelm wartet und den müssen wir vom Boot aus einsammeln. Ich weiß nicht, von wo man es am besten macht, wahrscheinlich von hier und dann... Ja, super, ich sehe jetzt nicht, wo ich bin. Kamera! Kamera! Okay, danke. Oh Mann, ey. So, dann springe ich doch mal ein bisschen ins Wasser. Ich habe jetzt nicht so viel Bedarf, da so lange zu warten und kann ja in der Zwischenzeit hier mal einsammeln. So, Obelix hat irgendwie auch gar keinen Bock nachzukommen scheinbar, der steht da einfach und chillt. Keine Ahnung, was der vorhat, weil der muss nämlich mitkommen. Da hinten geht's weiter, von daher, er hat gar keine andere Wahl, als mitzukommen. Ach stimmt, das Ding dreht sich noch eine Runde, um einmal anzulegen. Naja. Man sieht auch die ganze Spielwelt, wie sie ein bisschen zusammenhängt. Also da vorne ist der Eiffelturm, den wir vorhin hochgeklettert sind. Ach, kann man da doch hoch? Nee, kann man nicht. Und irgendwo kann man nun, glaube ich, auch den Triumphbogen leicht erspähen oder so. Ich weiß nicht genau. Ups. So, Nein! Ach, Kamera, come on, was ist das denn hier? Venezia. Ach, jetzt ist Obelix auch da, guck mal nach. So. Zum Glück müssen wir jetzt keine extra Runde fahren, weil ich runtergefallen bin, sondern wir springen einfach wieder hoch. Ja, der Triumphbogen müsste dann... Vielleicht ist das das, was man da hinten in der Unschärfe irgendwie diesen Kasten, der da hinter den Häusern hochragt. Vielleicht ist es das. Bin mir nicht ganz sicher. Wie dem auch sei. Mach die Tür auf, Soldat! Wir müssen da durch! Tut mir leid, kein Zutritt. Brudi, ich muss da durch. Lass, Asterix. Ich werde mich opfern und diese Tür niederreißen. Unmöglich, Gallier, selbst wenn ihr Superkräfte hättet, die es sowieso nicht gibt. Aber selbst mit solchen Kräften wäre es unmöglich. Die Tür ist unzerstörbar. Kommt also am besten zurück, wenn ihr genug Geld habt. Denn so kommt ihr hier nicht rein. Sehr angenehmer Zeitgenosse. 500, früher brauchte man an dieser Stelle, glaube ich, 9000. Ja, der lässt sich jetzt ein bisschen leichter bestechen, der Kerl. Tja, eine Tür, die Obelix nicht einreißen kann. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Aber mal eine ganz blöde Frage, warum klettern wir nicht einfach hier über die Mauer? Naja gut. Weil der Soldat sagt, wir können die Tür nicht einreißen, also können wir die Tür nicht einreißen. Fertig. Gut. Ja, die 500 Helme, die haben wir. Was gibt's denn hier? Caesar Forever. Aha, okay. Aha, aha, aha. I see. Gut, dann da, deine 500. Erstick doch dran. Hier liegen eh genug Helme rum. Und wir haben eine Ladezeit. Und die dauert hoffentlich nicht so lang wie das erste Laden. Bitte. Komm schon. Sonst muss ich mir jetzt hier spontan irgendwas ausdenken, um die Leute zu unterhalten. Das kannst du nicht machen. Aha, danke. Ave Caesar! Ave gleichfalls, Centurio Larry Kraft. Und? Hast du Neuigkeiten? Zwei Caesar. Eine gute und eine schlechte. Ich hasse Neuigkeiten, die paarweise auftreten, Larry Kraft.
Die erinnern mich an zwei unbeugsame Gallier, die ich aus Amorica kenne. Darum geht's ja, Cäsar. Sam Schiffer hat die Gallier über unsere Operation informiert. Er befindet sich zurzeit sogar mit zwei Kriegern in Las Vegas. Beim Jupiter! Er ist hier mit Asterix und Obelix? Ich kenne ihre Namen nicht, edler Cäsar. Einer ist klein, mit Schnurrbart. Der andere dick, mit Streifen. Ah! Sie müssen aufgehalten werden, ganz egal wie. Sende alle verfügbaren Truppen. Bei Juno, Larry Kraft. Steh auf und geh! Ich habe das Spiel bedeutend zu oft gespielt. Ich kann wirklich jeden Satz mitsprechen. Bei Juno, Larry Kraft, steh auf und geh. Ich liebe es. Hey, ich wollte doch nur zum Automaten. Mano. Ich muss einen Spaß mal haben, darf man hier. Mann. So immer alte Spielverderber. Gut, dann gehe ich halt hier lang. Zack. So, Kollegen. Wie sieht's aus? Aha. Oh, ich liebe diese Battle-Musik. Die mag ich wirklich. Ich habe kurz überlegt, ob ich die als Endcard-Musik nehmen soll, aber ich dachte mir dann so, naja, die Endcard ist ja kein Kampf, also von daher passt es vielleicht nicht ganz. Und ich weiß nicht, was hier gesungen wird an dieser Stelle, aber ich verstehe immer Herzinfarkt. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht Herzinfarkt sagen, aber für mich klingt es immer so nach Herzinfarkt. Ja. Sehr schöne Kampfmusik. Die macht einfach nur Laune. Dann macht das Römerverdreschen gleich noch viel mehr Spaß. Da kann ich auch gleich nochmal aufs Kämpfen generell eingehen. Und zwar eine Sache, die ich echt schade finde beim Remaster. Früher konnte man dieses Feuer, hier die Rage, konnte man auch schon aufladen, sodass man so Brennende hat. Und dann konnte man tatsächlich, wenn man den Römer schleudert, hat er auch gebrannt. Und dann war der Angriff nochmal stärker. Und wenn man dann diesen Schmetterschlag ausgeführt hat mit dem brennenden Römer, hat das noch so eine Druckwelle gegeben. Also dann war der Angriff eben nochmal um einiges verstärkt. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Angriff jetzt eigentlich genauso stark, wie er früher dann mit der Rage war. Und es wirkt nur so, als wäre er nicht mehr so stark, weil die Animation halt fehlt. Aber das finde ich ziemlich schade, dass sie das rausgenommen haben. Das hat mich früher immer sehr gefreut, wenn man sehen konnte, wie da so ein brennender Römer durch die Gegend fliegt und den dann richtig zerschmettert auf dem Boden. Jawohl. Das war immer der Angriff, den ich am liebsten gemacht habe. Das merkt man auch daran, dass ich das immer noch am meisten mache. Diesen Schmetterschlag. Nur früher halt eben richtig schön mit in Rage geprügelten Feuerhänden. Naja. Gibt's halt leider nicht mehr. Das sind generell einfach, gibt es einige so Kleinigkeiten, oder in Anführungsstrichen Kleinigkeiten. Irgendwo ist ein Centurio, wo sind der? Man weiß es nicht. Gibt's einige so Sachen, wo es einem irgendwie so vorkommt, als wären die beim Remaster einfach vergessen worden. Was ich sehr schade finde. Eben zum Beispiel solche Sachen, dass man keine Römer auf die Automaten mehr werfen kann, um die zu aktivieren. Oder dass es eben manche Angriffe ein bisschen abgeändert nicht mehr gibt. Oder auch zum Beispiel, ja, so Sachen wie die Herzen da oben. Die sind ja jetzt ganz einfach langweilige Herzen, wie in jedem anderen Plattformer halt auch. Und früher waren das halt generell immer Schilde, die halt die Leben angezeigt haben. Das hat einfach ein bisschen besser gepasst irgendwie zu Asterix. Das haben sie verdient. Uiuiui, das ist aber instabil hier, meine Güte. Dass das Bauamt genehmigt hat, eieiei. Unglaublich. Ja, also das finde ich einfach ein bisschen schade, dass solche Sachen eben vergessen wurden, weil die haben das Spiel eben zu was Besonderem gemacht und ja, jetzt ist es halt ein bisschen generischer geworden. Das ist halt schon schade. Aber wie gesagt, im Fazit werde ich da nochmal genauer drauf eingehen. Hier haben wir jetzt das nächste Easter Egg. Das ist einmal Toadette wahrscheinlich, oder Toad auf jeden Fall. Ich würde sagen Toadette. Und unser guter Freund Rayman, der wird später auch nochmal in einer ganz besonderen Art und Weise vertreten sein. Da oben haben wir nochmal den Eiffelturm hängen, glaube ich. Sehr schön, sehr schön. So. Toad und das Angelle. Eine Stadt mit Straßen aus Wasser. Was es nicht alles gibt. Auf jeden Fall habt ihr den Ruinen schon fast gefunden. Seht ihr die Steinblätter im Kanalgrund? Sieht nicht sehr solide aus. Aber das habt ihr sicher schon selbst gemerkt. Um die Steinblätter zu sprengen, bedarf es eines Doppelsprungs in diesen Trichter. Dann eines Flammensturzflug-Superangriffs mit gedrückter Sekundärangriff-Taste. Und wer kann mir sagen, was sich darunter versteckt? Flammensturzflug-Superangriff. Einen griffigeren Begriff konntet ihr euch auch nicht mehr einfallen lassen, oder? Das
würde den Legionären nicht gut angehen. Für diesen Angriff müsst ihr aus einer ausreichenden Höhe springen. Sobald ihr aus einem Tick verstehen, das Trampolin springen können, nicht zögern. Doppelsprung und dann Sekundärangriff wäre der Toll. Ich hätte gerade beinahe gesagt, ein paar Toads, aber nee, das sind nur Pilze, die aussehen wie Toads. Interessant. Und halt Yoshi Eye in Rot. Okay, okay. Sehr schön. Ja. Also, das ist einfach sozusagen ein Sturzflugangriff, den ich die ganze Zeit mache, nur halt aus entsprechender Höhe wird das Ganze dann eben zu so einem Flammensturzsprung, Superkomet oder wie er es genannt hat, keine Ahnung. Aha, der gute Miraculix, immer einen Schritt weiter als wir. Ja, was sich da wohl hinter verbirgt. Oh, der nächste Shop. Ja, Miraculix ist nicht mehr so wichtig. Guck mal, da ist der nächste Shop. Das ist viel wichtiger. Okay. So, Techniken. Ah, guck mal da. Römische Aerodynamik. Diese neuen Römer sind unglaublich aerodynamisch. Von einem Dreher getroffene Römer werden mit 35%iger Wahrscheinlichkeit betäubt. Das ist gut, weil den Angriff nutze ich ja sehr gerne. Also machen wir das auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Gallische Kraft. Die Angriffe der Römer kitzeln wirklich. Erhöht die maximale Gesundheit auf 5 Herzen. Ja, nehme ich mit. So. Pablo. Ah, es ist Pablo und nicht Mario. Entschuldigung, tut mir leid. Miraculix. Aha. Warum ist genau nochmal Pablo mehr wert als Miraculix? Knallgelber Römer. Ja, den lernen wir jetzt auch gleich noch kennen. Auch den Kollegen werden wir noch kennenlernen. Natürlich auch Anspielungen. Vielleicht erkennt man es schon. Auf wen das Parodien sind. Wir werden sehen, wir werden sehen. Kommt noch, kommt noch. So. Aber erstmal hier weiter im Text. Ach so. Ich überlege gerade, in welcher Reihenfolge ich den ganzen Kram jetzt hier mache. Ja, gut, komm, wir machen das so. Hey! Wehe, wenn ich die Helme nicht mehr kriege. Hä? Die Kisten sind nicht kaputt gegangen, okay. Ja, gut. Dann kriege ich sie ja noch. So. Seilbahn fahren, der Spaß für die ganze Familie. So, also ähnlich. Guck mal, eine Wasserrutsche haben sie hier. Oh, wie heißen diese Schaukelschiffe denn? Die haben doch auch einen Namen, oder? Au. Ey, erst das. Keine Ahnung. Aber egal. Ah, da sieht man schon die nächste Postkarte. Genau, die werden wir gleich einsammeln. Sobald ich mich bewegen darf. Dankeschön. Wir aktivieren aber erstmal diese Schalter da vorne, weil das müssen wir eh machen. Und wenn ich jetzt hier runterspringe, muss ich den ganzen Weg nochmal gehen. Da habe ich jetzt gar nicht so viel Lust drauf. Deswegen, ja, machen wir das nicht. So. Zack. Okay. Da drüben ist auch noch ein Bild an der Wand, da links. Keine Ahnung, wer das ist. Ach, so rechts auch. Das ist bestimmt auch irgendwer. Irgendeine Anspielung auf irgendein Videospiel. So, apropos Videospiel. Ja, wer könnte das wohl sein, ha? Unser guter alter Freund, der Pac-Man. Aber seine Geister hat er irgendwie verloren. Der kann auch gefährlich werden mit seinem Schild da, weil das ist nämlich nicht nur zum Verteidigen, sondern auch zum Angreifen. Der beißt damit und das ist, nicht so bequem. Okay, ja, wir holen erstmal die Postkarte da unten. Die ist schließlich wichtiger als die Römer da hinten. Von den Römern gibt's genug. So, eine neue Postkarte, da gibt es noch ein extra Leben und noch ein extra Leben. Wow. Und was es hier auch noch gibt, ist dieser Diamanten. Ups. Die kleine Steinbrücke, sehr schön. Schauen wir mal auch gerade, wie viel wir jetzt hier haben. Also, wir haben 12% des gesamten Spiels abgeschlossen. Wir haben 2 von 4 Postkarten und scheinbar eine übersehen oder so. Oder nee, ich glaube, die kommt noch später. Ja, die kommt noch später, glaube ich. Und dann fehlt uns noch die Diamanthelme mit der Triumphbogen und der Obelisk. Okay. Das sagt mir jetzt, wir haben erstmal alles, was man haben kann. Achso, man sieht auch hier die Abzeichen. Silber und Gold haben wir. Ja, dann müssen wir nochmal ran. Machen wir. Gar kein Ding. So. Aber jetzt holen wir uns erstmal unseren Kollegen Pac-Man da vorne. Ja, genau. Das machen wir. Also, Kumpel, komm mal her. A, B, das machen wir doch direkt. Dankeschön. So, auch wieder dasselbe. Der schützt sich mit seinem Schild so lange, bis wir ihn richtig angreifen. Zack. Und dann können wir auf seinem Bauch springen und müssen mit einer Stampfattacke ihn auseinandernehmen. Ja. Brutal.
So, wir haben mittlerweile 8 Leben. Eieiei. Krass. So, hier kann ich mir nie merken, welches jetzt für vor und welches zurück ist. Ich glaube, links ist für vor und rechts ist zurück. Aber wer weiß. Na, komm. Jawohl. Jawohl. Na also. So. Dann machen wir das. Und damit geht's auch weiter im Text. Ich muss ganz kurz mal gucken, wie lange ich schon aufnehme. 26 Minuten. Eieiei, muss ich ja schon gleich Ende machen. Okay. Mache ich gleich auch. Ich sammle nur ganz kurz noch was weiteres ein. Also wir sind jetzt übrigens schon hier, ne? Venezia. Also gerade eben war noch Lutetia war noch vor der Tür, wo wir bezahlen mussten. Jetzt sind wir in Venezia und haben da jetzt eben auch den Diamanten mit der kleinen Steinbrücke. Und dann fällt mir gerade auf, dann haben wir in Lutetia doch eine Postkarte übersehen. Verdammt. Muss ich mal überlegen, wo die war. Wie gesagt, wir holen das alles nach. Wir sammeln das alles ein. So, Idefix will, dass wir hier runterspringen, glaube ich. Eieiei, ich vertraue dir da komplett, ne? Uiuiui. So, wären wir übrigens daneben gesprungen, wäre es das gewesen an dieser Stelle. Dann wäre die Sache rum. Darauf rüber zu verschlingen. Wenn sie genug hat, könnt ihr die Tür öffnen. Um einen Feind zu werfen, müsst ihr ihn erst packen. Ihr solltet aber erst auf Packen drücken, wenn der Legionär K.O. ist. Das seht ihr daran, dass ihm Sternchen um den Kopf schwirren. Um ihn K.O. zu schlagen, könnt ihr zum Beispiel mit Sekundärangriff einen gezielten Dieb landen. Wenn ihr einen Römer gepackt habt, begebt ihr euch vor das Ziel und drückt auf zu. Richtig, jetzt kommen wir zu den hungrigen Zielschreiben, die unglaublich gerne ein paar Römer verspeisen würden. Aber das sehen wir erst im nächsten Part und deswegen hoffe ich, euch hat der Part gefallen und ihr seid auch im nächsten wieder dabei, wenn wir diese Zielscheibe mit Römern nur so bombardieren. Also, bis dann und ciao! Wenn ihr jetzt direkt noch ein Video sehen wollt, findet ihr das oben rechts in der Ecke. Direkt darunter könnt ihr zu einer Übersicht aller Videos dieses Projekts gelangen. Solltet ihr Lust auf noch mehr geile Projekte haben, könnt ihr das Video gerne positiv bewerten und auf der linken Seite ein kostenloses Abo dalassen.